Was bisher geschah im Modern Marketing? Jetzt Episode 4. Marks Reise zum Modern Marketing ist fast beendet. Er hat sein Targeting und die Bemühungen um Interaktion verbessert, mehr qualifizierte Leads generiert und nicht nur das Vertriebsteam zufriedengestellt, sondern auch die Konversationsraten enorm gesteigert. Das weckte das Interesse der CMO, die jetzt Berichte über die Pipeline und den Marketing-ROI anfordert. Wie üblich macht die Anfrage Marks Chef Anton Altleier nervös, der mit einer Tabellenkalkulation so perfekt umgehen wie ein Pinguin tanzen kann. Bereiten Sie sich auf Erbsenzählerei vor, wir haben diverse Zahlen zu verarbeiten, informierte er Mark. Aber Mark erläuterte, dass die Modern Marketing Plattform einen robusten Satz von Auswertungs- und Berichtsfunktionen besitze, mit denen sich die Effektivität einer Kampagne und den Marketing ROI deutlich einfacher bestimmen ließen. Anton Altleier blickte wie ein vom Autoscheinwerfer geblendetes Reh oder wie ein Opossum im Licht einer Taschenlampe. Und los geht's. Mark bat Anton Altleier, sich vorzustellen, dass die Steigerung des Umsatzes nichts anderes sei als die Ernte im Garten. Mit jedem Arbeitsschritt werden wichtige Informationen gesammelt, beispielsweise welcher Boden am fruchtbarsten ist, welche Obstbäume am besten tragen und welche Pflege ihnen am besten bekommt. Auf diese Weise kann nicht nur die beste Ernte eingefahren werden, sondern es lässt sich auch nachvollziehen, wie diese zustande kam. Anton Altleier begann allmählich, den Wert der Marketingtechnologie zu schätzen, fragte sich aber immer noch, wie der Einfluss des Modern Marketing auf die Pipeline und den Ertrag nachgewiesen werden sollte. Ihm erschien das genauso schwierig wie der Nachweis, dass Zombie-Aliens die Pyramiden gebaut hatten. Mark konnte Anton Altleier jedoch beruhigen, indem er schnell die Pipeline und die ROI-Reports zeigte, die die CMO angefordert hatte. Das erste ehrliche Lächeln seit Jahren erschien auf Antons Gesicht. Aber nicht für lange, da der CIO erschien und fragte, was ist mit der Integration von Marketing, Content, Social Media und Partnersystemen? Können wir das alles in einer Marketing-Cloud unterbringen? Nach langem, unangenehmem Schweigen antwortete Anton Altleier, glauben Sie, dass die Zombie-Aliens, die die Pyramiden gebaut haben, das konnten?